Für die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel erwarb die Fleischerei Leichtfried die Betriebsliegenschaft der ehemaligen Firma Eichinger in Hafendorf. Josef Leichtfried hat seinen Betrieb bereits 1990 gegründet und sukzessive erweitert. Die Philosophie des Unternehmens ist die Erzeugung von naturbelassenen Wurst- und Fleischwaren in klassischer Handwerkstradition. Bei der Wurstproduktion ist uns sehr wichtig, dass der Inhalt passt. Wir haben fast keine Zusatzstoffe, wir haben keine Geschmacksverstärker drinnen. Kompensieren kann man das nur damit, dass das der Wurst auch was schmeckt mit hochwertigem Fleisch, was reinkommt. Und dieses Rindfleisch kommt selbstverständlich aus der Region. Rind habe ich überwiegend von meinem Bruder vom Bischberger. Gewisse Gusterstücke müssen wir zukaufen, da schaue ich auch, dass was ordentliches ins Haus kommt. Und der Rest Schweinefleisch ist alles von der Steiermark. Nach diversen Lebensmittelskandalen ist der Konsument mehr denn je interessiert, welche Inhaltsstoffe in seiner Wurst verarbeitet sind. Perfekte Ware ohne künstliche Inhaltsstoffe, mit hochqualitativem Fleisch, vorwiegend per Hand verarbeitet. Und was hier beim Profi so einfach aussieht, ist für den Laien Schwerstarbeit. Elf Arbeitsplätze konnten durch die neue Betriebsansiedlung in Kapfenberg geschaffen werden. Schon seit vielen Jahren dabei Franz Winkler, der engagierte Cheffleischhauer. Er hat eindeutig euphorische Mitarbeiter, sein Cheffleischerinnen. Also der erzählt ja mit Begeisterung über seinen Beruf. Und wenn er das so mit Begeisterung macht, dann kommt auch was Gutes heraus. Und wem die Qualität eben nicht wurscht ist, der ist mit den Produkten der Fleischerei Leichtfried bestens beraten.